Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Ja Freunde, heute gibt es die Reaction, kann man so sagen, auf meine Bundesliga-Prognose zur abgelaufenen Saison. Ich habe jetzt eben 35 Minuten Aufnahme gemacht von dem alten Video und habe quasi darauf reacted, aber da ich da noch das alte Mikro hatte, noch keine Schaumstoffpolster hier in dem Raum, hat das halt übelst geschallt und in der Aufnahme kannst du es leider komplett knicken. Deshalb werde ich euch jetzt die Tabelle einblenden hier in diesem Video, was ich getippt habe, und dann werden wir die einzelnen Plätze durchgehen und dann werde ich euch sagen, was daran gut war oder inwieweit ich da komplett rutschen gegangen bin. Ja, ich habe in erster Linie Bayern München als Meister gesehen und Dortmund als klaren Verfolger auf der 2. Was beides richtig war. Ich denke, dass Bayern sowieso in der eigenen Liga spielt, in der Bundesliga, und Dortmund halt als direkter Verfolger auch nochmal ein Stück abgesetzt ist von den anderen Clubs. Das hat sich auch diese Saison wieder bestätigt, auch wenn Dortmund sehr oft die Leistung nicht gestimmt hat. Aber trotz allem wurde der BVB dann am Ende souverän Zweiter und Bayern halt auch wenn es ohne Glanz war, so wie es oft in den letzten Jahren war, wurde Bayern dann halt auch letztlich dann trotzdem wieder sehr souverän deutscher Meister. Ja, dritter Platz wurde die Saison Bayer Leverkusen. Da habe ich aber RB Leipzig gesehen. Also ich habe Leipzig echt ein bisschen stärker gesehen, weil ich halt auch gedacht habe, dass es mit Jesse Marsch ganz gut klappen kann und auch wird. Was es dann nicht wurde. Leverkusen holte Platz 3, hat eine überragende Saison gespielt, war auch verdient der dritte Platz. Ja, und Leipzig wurde dann am Ende Vierter. Also habe ich zumindest die Mannschaft in den Champions League richtig getippt. Aber RB war halt ein Platz weiter unten. Und dann kam der vierte Platz, wie ihr es in der Tabelle seht. Da habt ihr wahrscheinlich, wo ihr es eben beim Einblenden gesehen habt, direkt die Hände über den Kopf zusammen gehauen. Ja, da habe ich persönlich Gladbach getippt, weil ich doch eigentlich sehr viel von Adi Hütter gehalten habe und gedacht habe, dass das in Gladbach sehr gut passen kann und wird, war ich aber dann komplett daneben lag. Was soll man sagen, Freunde? Gladbach, absolute Enttäuschung der Saison, wahrscheinlich sogar die Enttäuschung dieser Saison. Und es hat mit Adi Hütter nicht geklappt, man hat sich jetzt von Adi Hütter auch getrennt. Ich bin halt da, wie soll man sagen, sehr mit der Qualität des Kaders gegangen oder von der Qualität des Kaders ausgegangen. Und ich glaube halt, vielleicht nicht unbedingt Platz 4, aber ich denke, dass so relativ jeder Gladbach zumindest auf Platz 6 oder 7 gesehen hat. Ja, leider wurde es dann nur Platz 10 aus Gladbacher Sicht. Also lag ich da aber mal absolut deutlich daneben. Aber ich denke, da lag jeder zumindest daneben. Ob es jetzt so deutlich war wie bei mir, keine Ahnung, aber es lag zumindest jeder auf jeden Fall deutlich daneben. Oder halt daneben. Platz 5 hatte ich persönlich lange, lange hin und her überlegt und habe mir halt gedacht, okay, welche Mannschaft kannst du wirklich auf Platz 5 tippen und welche Mannschaft hat halt wirklich die Qualität, um dann halt auch wirklich auf Platz 5 zu stehen. Ich habe dann halt mich letztlich für Bayern 0 für Leverkusen entschieden, wobei ich sagen muss, dass Leverkusen natürlich auch vorher schon die Qualität hatte. Ich war mir halt nur irgendwie nicht so sicher, weil ich über den Trainer nichts sagen konnte, wie weit Leverkusen dann oben stehen wird. Keine Ahnung. Hatte das Bauchgefühl Platz 5 gesagt, aber Leverkusen ist natürlich von der Qualität her natürlich wesentlich besser, als man da vermutet. Und deshalb liege ich auch da daneben. Aber ich glaube, dass man da auch hätte wesentlich schlimmer rutschen gehen können. Ja, Platz 6 hatte ich Wolfsburg gesehen. Da kann man eigentlich dasselbe sagen wie bei Gladbach. Da bin ich halt auch sehr vom Kader ausgegangen. Und habe halt gedacht, dass die Wölfe wieder eine gute Saison spielen. Aber letztlich hat man in Wolfsburg immer wieder gesehen. Wolfsburg ist halt wirklich immer nur alle paar Jahre erfolgreich, obwohl man da so einen guten Kader hat mit so viel Qualität. Schafft man es da nicht auf Dauer konstant oben zu spielen, und deshalb wurde Wolfsburg bei mir Sechster, diese Saison aber letztlich Zwölfter. Also auch da wie bei Gladbach 6 Plätze komplett daneben gelegen.
was soll man machen? Platz 7, Frankfurt. Wo ich aber sagen muss, ich glaube, Frankfurt hätte auch wirklich Richtung Platz 6 oder 7 spielen können, wenn sie halt nicht so weit in die Europa League gekommen wären. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass Frankfurt die Europa League auch gewinnt. Würde ich ihnen sehr gönnen. Ich drücke Frankfurt wirklich absolut die Daumen, dass Frankfurt das wirklich schafft. Es wäre gut für die Bundesliga, auch für den Verein. Wir hätten dann 5 deutsche Teams in der Champions League. Und ja, da kann man Frankfurt nur die Daumen drücken. Und ja, der 8. Platz, Freunde, da muss ich schon ein bisschen schmunzeln, weil mir da jeder, aber wirklich jeder in dieses Video geschrieben hat, Fabio, niemals. Ja, da haben alle gesagt, Mainz wird niemals 8. Ich habe Mainz auf 8 gesehen. Ich habe an Bo Svensson beliebt. Ich habe mir gedacht, die Entwicklung bei Mainz ist gut und das hat sich dieses Jahr bestätigt. Mainz wurde 8. Das ist mein 3. richtiger Tipp in dieser Bundesliga-Prognose, Gott sei Dank. Und ja, Mainz hat es gut gemacht. Absolut verdient in meinen Augen auf Platz 8 gekommen. Und ja, 9. habe ich Freiburg gesehen und 10. Union kann ich einfach beide direkt hin. Hintereinander hauen. Beides Teams, die aus wenig Budget und wenig Möglichkeiten immer sehr viel machen. Ich habe halt gerade bei Union gedacht, mit der Doppelbelastung wird schwierig, das diese Saison wieder so zu spielen. Aber sie waren ja relativ schnell draußen und haben dann in der Liga zu sich gefunden, einen guten Lauf gehabt. Und Freiburg hat von vorne bis hinten eine überragende Saison gespielt. Steht auch zu Recht im Pokalfinale. Ich würde es Freiburg auch übertrieben gönnen, dass sie das Ding gewinnen. Auch für einen Schlotti am Ende nochmal einen Pokal mitnehmen. Als Abschied aus Freiburg wäre ja auch cool. Also ich drücke Freiburg die Daumen. Habe ich beide auch unterschätzt. Muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ich denke, gerade vor einer Saison geht man dann oft mit der Qualität des Kaders, was aber gerade in der Bundesliga halt nicht immer was ausmacht. Ja, Platz 11 Hoffenheim habe ich auch unterschätzt, haben auch weitestgehend lange um Europa League und Conference League mitgespielt, waren sogar auch mal 3. glaube ich im Laufe der Saison, haben aber dann Einbruch bekommen, was man halt bei Hoffenheim echt die letzten Jahre öfters gesehen hat am Ende der Saison. Und ja, Platz 12 habe ich Hertha gesehen und habe echt gesagt, Hertha wird einen Mittelfeldplatz holen. Wobei ich aber sagen muss, Hertha hat halt zumindest zu diesem Zeitpunkt, wo ich diese Prediction gemacht habe, hat halt noch Luke Bakio und Cordoba da gespielt. Und ich glaube, mit den beiden hätte Hertha auch einige Tore mehr erzielen können. Fand ich halt sehr lost in der Saisonplanung bei Hertha, dass man diese beiden Spieler abgibt. Ja, hat man aber gemacht, deswegen hat man die Saison so gespielt, wie man sie gespielt hat und wurde dann letztlich 16. Aber gut, kann man nichts da machen, so ist Fußball nun mal halt eben manchmal. Und ja, Platz 13 Stuttgart halte ich gar nicht für so einen schlechten Tipp, weil ja, der VfB halt auch über weite Strecken der Saison viel Verletzungssorgen hatte und wenn Stuttgart die halt nicht hat, dann kann Stuttgart auch in ganz anderen Atmosphären vielleicht sogar mitspielen, sogar 9 oder 10, wenn sie halt einen Lauf haben. Aber gut, hatten sie nicht, haben dann jetzt am letzten Spieltag mit einem Sieg gegen den FC Platz 15 auch gesaved, freut mich für den VfB, gehört in die Bundesliga. Ja, Platz 14 FC. FC hat aber dann Platz 7 geholt und hat alle überrascht unter Baumgart. Überragende Entwicklung, überragende Saison gespielt. Kann man nichts mehr gegen sagen. Der FC überragend und ja, da muss man wirklich sagen, dass der FC wirklich super Arbeit gemacht hat und dass der FC halt einfach verdient dasteht, wo er halt jetzt letztlich steht. Ja, Platz 15 hatte ich dann Augsburg getippt. Die wurden 14. am Ende dann in der Tabelle. Ja, Augsburg ist halt wirklich eine Mannschaft, die sich halt irgendwie in der Bundesliga etabliert hat, die halt wirklich nicht für schönen Fußball steht, die es aber halt clever macht und trotzdem eigentlich ein paar sehr gute Kicker in der Mannschaft hat. Ja, wieder die Klasse gehalten, Weinz hier jetzt weg. Ich bin mal gespannt, wer da neue Trainer wird, wie es dann nächstes Jahr aussehen wird. Gerade jetzt mit Bremen und Schalke kommen ja 2 tolle Traditionsclubs in die Liga. Bin ich mal gespannt, ja, wer dann nächstes Jahr absteigt und wer sich dann da unten tümmeln wird. Ja, Platz 16 Relegation, dachte ich Bochum, wobei ich sagen muss, Bochum habe ich trotzdem gesagt, trotz des Tippes auf Platz 16, dass ich glaube, dass Bochum die Klasse halten wird, weil ich glaube, dass man in Bochum sehr, sehr viel Bock auf die Bundesliga hat und das hat sich auch bestätigt. War wirklich so ein bisschen so ein kleines Union, so ein bisschen so von der Art und Weise, wie man gespielt und gefightet hat. Ja, und freut mich für Bochum, ein cooler Club, einer der ältesten
ältesten Traditionsclubs, dass sie in der Bundesliga sind und auch so eine Saison spielen konnten. Und ja, Platz 17 hatte ich Fürth, Platz 18 Bielefeld, ist quasi genau andersrum. Aber die beiden Absteiger habe ich dann letztlich richtig getippt. Und ja, dann kann man nur sagen, ich habe 3 von 4 Champions League Teilnehmern richtig getippt. Ich habe beide Absteiger richtig getippt. Gerade dann im Mittelfeld habe ich sehr, sehr viel komplett falsch getippt und habe dann leider auch nur 3 Teams dann wirklich auf den richtigen Platz getippt, nämlich Bayern München, Borussia Dortmund und Mainz 05. Ja, ich hoffe, dass ich es nächstes Jahr besser machen werde. Ich hätte euch sehr gerne eine Vollreaction auf das Video gezeigt. Leider ist der Ton aber von dem Video grauenhaft schlecht. Deswegen will ich euch das nicht antun, weil das halt übertrieben. Ich habe echt versucht, mit dem Schneideprogramm, mit dem Regler das noch irgendwie zu regeln, aber kriegt man nicht hin. Man hört mich in dem alten Video quasi fast doppelt und das ist halt kacke, Freunde. Ich werde mal eine Probeaufnahme bei dem Zweitliga-Video machen, weil das habe ich ein bisschen später gemacht. Vielleicht ist die Qualität da ein bisschen besser. Ansonsten werde ich auch da so mit dem Tabellenbild agieren und dann so ein Video machen. Aber ich wollte euch das natürlich nicht vorenthalten. Ja, Freunde, das war auf jeden Fall meine Reaction auf meinen Bundesliga-Tipp vor der Saison. War echt nicht so gut, vor allem Gladbach und Wolfsburg komplett rutschen gegangen. Auch Freiburg, Union und Hoffenheim komplett unterschätzt. FC auch komplett unterschätzt. Aber ich denke, dass die eine oder andere Sache halt schon eher so zu tippen war, wie ich das gesehen habe. Aber die Bundesliga steht halt immer für Überraschungen und ja, da waren dieses Jahr auf jeden Fall mit Union, Freiburg, Köln einige dabei und Hertha, Relegation. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Ich werde dann am Donnerstag ein Video zu den beiden Relegationsspielen hochladen. Dann am Samstag wird dann ein Reaction-Video zur zweiten Bundesliga online kommen. Und ja, ich hoffe, dieses Video hat euch trotzdem gefallen. Ich habe spontan was gefreestylt. Und ja, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video, was auch immer ich mache, wieder, Freunde. Euer Fabio ist raus. Haut da rein. Und ciao.